Ukulelehäppchen Nummer 6. Hallo und herzlich willkommen bei Ukulele am Limit, dem ersten deutschsprachigen YouTube-Kanal zum Thema Kläumer-Ukulele. Heute kein Kläumer, sondern heute gibt es ein weiteres Ukulele-Häppchen für Genießer. Du sollst nämlich entspannt ins Wochenende kommen, heute ist ja schließlich Freitag. Und heute möchte ich dich mal mit einem verminderten Akkord bekannt machen. Das Motto dieses Häppchens lautet verminderte Akkorde, verminderter Umsatz. Das stand mal im Gästebuch von unserem Musikerstammtisch und spielt zum Leidwesen aller Jazzmusiker darauf an, dass man mit verminderten Akkorden zwar nicht viel Geld verdienen kann, aber viel Spaß hat. Also die Jazzer unter uns, unter euch, wissen, was ich meine. Die Tabs zu diesem Tutorial gibt es für meine Patrons zum Download. Der Link ist unten in der Beschreibung. Wenn du noch kein Patron bist, dann kannst du es ganz leicht werden, indem du genau auf diesen Link drückst. Und dann erfährst du, wie du dich anmelden kannst und mich damit ein kleines bisschen finanziell unterstützt. Und jetzt legen wir los. Ein ganz klein wenig Theorie. Es gibt verminderte Akkorde und es gibt verminderte Septakkorde. Ich persönlich, ich bin auch nicht so der Jazz-Spezialist, ich arbeite nur mit verminderten Septakkorden. Im Notenbild oder in Tabs steht dann immer DIM 7. Oder, so wie bei mir, wenn es in der Jazz- oder in der Jazz-Stilistik notiert ist, dann so ein Kreis mit einer 7 dran. Mit der Theorie will ich mich hier gar nicht weiter aufhalten. Das kann man im Internet schnell mal nachschlagen. Ich möchte es ganz praktisch machen. C vermindert 7, greift man zu. Fang an mit dem normalen C-Dur-Akkord. Dann legen wir den Mittelfinger auf den zweiten Bund der zweiten Saite. Dann den Ringfinger auf den dritten Bund der dritten Saite. Die anderen bleiben liegen. Und dann den Zeigefinger auf den zweiten Bund der vierten Saite. Und das ist dieser C-Dim-7, der C-vermindert-7-Akkord. Der klingt, wenn man ihn so spielt, ziemlich scheps, verlangt irgendwie nach Auflösung und das ist genau auch sein Sinn. Und ich habe eine kleine Akkordfolge, in der das dann auch ganz gut klingt. Hör es dir mal an. C-Dur, C-Dim-7 und dann D-Moll und G-7. Und das klingt doch ganz gut. Nochmal, C-Dur, C vermindert 7, D-Moll, G7. Man kann sich diesem verminderten Akkord auch annähern, indem man mal ein D7 greift. Und zwar Zeigefinger hier auf den zweiten Bund der vierten Saite, Mittelfinger auf den zweiten Bund der zweiten. Das ist ein D7-Akkord. Und jetzt legen wir erst den Ringfinger dazu auf den dritten Bund der dritten Saite und dann den Kleinfinger. Und so kann man diese verminderten Akkorde spielen. Die andere Möglichkeit, das zu greifen, wäre folgende. Spielst du normales G-Dur, lässt dann diese Dreiecksform, so wie sie ist, hebst sie allerdings hoch und verschiebst sie von den Seiten 1, 2, 3 auf die Seiten 2, 3, 4. Und dann hast du nämlich schon fast den verminderten Akkord da. Die Töne sind dann schon da. Dann musst du nur noch den kleinen Finger hinlegen. Und wenn du diese Form kannst, dann kannst du alle vermindert 7 Akkorde spielen. Musst du nur an die richtige Stelle schieben. Und das steht dann hoffentlich in den Tabs zu einem jazzigen Stück, das du mal spielen willst. Und jetzt machen wir einfach nochmal die Akkordfolge gemeinsam. Und dann war es das auch schon für heute. C-Dur. Kleine Finger bleibt liegen. C vermindert 7. D-Moll. G7. Und dann nochmal C-Dur mit dem kleinen Finger am besten. Dann liegt der schon mal da, wo er hin muss. C vermindert 7. Und D-Moll
und G7. So, und jetzt hast du einen ersten Einblick in die Welt der verminderten Akkorde gewonnen. Vielleicht hast du ja Blut geleckt und willst ein bisschen mehr in diese jazzige Richtung rein. Fände ich ganz schön. Wenn du Appetit auf weitere Ukulele-Häppchen hast, bitte da oben auf den Link drücken, da kommst du zur Playlist mit allen Folgen. Bis nächsten Freitag. Ukulele-Häppchen Nummer 6.